Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oh yeah, Metro Exodus. Und wir schnappen uns mal das Ding. Wir haben unsere Gasmaske nicht auf. Doch, haben wir. Oh Gott, haben wir. Alles gut. Und wir haben es heute mit Spinnen zu tun, wie ich. Okay, dieser große aus gerade, okay. Das war seltsam, Leute. Ich gebe zu, das war seltsam. So. Die Spinne sah nämlich gerade größer aus, als ich dachte. So. Oder als man dachte. Okay, hier ist abgeschlossen. Brauchen wir gar nicht versuchen. Wir müssen dieses Tor aufkriegen. Die Frage ist nur, wie. Da ist eine Ratte. Okay. Das können wir nicht mitnehmen. Ey, wir werden hier hundertprozentig auf Spinnen treffen. Oh, 100 pro. Vielleicht sogar auf Ghule. Wobei ich lieber auf Spinnen treffen würde, muss ich sagen. Na gut, mal kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht sind Ghule vielleicht doch die bessere Wahl. Schlösser an bestimmten Türen können aufgebrochen werden. Ja, dann mach das doch! Geht doch. Huch, was haben wir denn hier so Schönes? Das nehmen wir mal so mit. Die Waffe gefällt mir doch. Ein Büchlein. Oh, ja. Ein bisschen Ruhe. Das ist gut. Ah, jetzt haben wir die doch gefunden. Durchnässte Notiz. Was haben die sich nur dabei gedacht, diese ganze Scheiße hierher zu bringen? Das muss doch ordnungsgemäß entsorgt werden. Das sind verdammte Gauner. Dort bei der Entsorgung. Sie teilen sich die Einnahmen mit den Generälen, während wir unsere Hintern auf jahrzehntealtem Schrott parken müssen. Ich frage mich, ob es schlimmer oder besser wird, wenn der Mist zerfällt. Und was wäre besser für uns? Die Fässer sehen jedenfalls so aus, als ob sie jeden Moment ausfallen. Ich werde einen zusätzlichen Schutzanzug anfordern müssen. Ja. Stimmt, wir haben eigentlich nur so eine billige Gasmaske, ne? Weiß nicht, ob die gegen Strahlung so großartig hilft. So. Und ob es die Spinnen erfreut, dass ich die ganzen Spinnennetze kaputt mache? Man weiß es nicht. Oh, Mann. Kann man sich nicht mal um so ein... Scheiß Ausrüstung kümmern. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um sich hier... Um ein bisschen umzusehen, aber egal. So, Stabilität. Ist das eingebaut? Ja. Mündungsbremse. Nehmen wir mal das. Ja, brauche ich ein Visier? Glaubt nicht, ne? Jedenfalls nicht jetzt, wo wir hier sind. Und ich darf echt nicht so viel Zeit verlieren. Hier kann ich nichts machen. Hier komme ich auch nicht durch. Ach. Was kann ich überhaupt machen? Da kann ich durch, ja. Scheiß Spinnennetze sind überall. Sterbt! Oh, guck mal, da hängt jemand. Das ist hundertprozentig eine Falle. Wenn ich den anfasse, bin ich tot. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, und hier geht's, hier hinter geht's los übrigens, weil da haben wir nämlich keinen Fluchtweg. Ernsthaft? Ich hab's gewusst. Schleichen wir ein bisschen, obwohl eigentlich der Sauerstoffverlust zwingt mich quasi dazu, mich zu beeilen. Und ich höre hier verdammt viele Ghule. Mist. Alter! Wie ich den nicht getroffen habe, hier Licht. Warum auch immer. Sorry, hab mich selbst erschrocken.
Ja! Du lebst ja noch! Ernsthaft? Oh Gott, ich habe diverse Probleme. Nein. Wieso kommen jetzt gerade diese scheiß Ladehemmungen? Oh, nicht dein Scheiß. Oh Gott, nicht dein Scheiß Ernst, Mann. Diese Waffe ist der Horror. Mach doch keinen Scheiß, Jungs. Ah, den fand ich gut. So sollte es ablaufen, weißt du? Ein Schuss, ein Treffer, tot. Okay, jetzt muss ich mich erst recht beeilen. Ich habe jetzt so viel Sauerstoff verloren durch die ganze Aktion hier. Und ich glaube nicht, dass hier großartig viel Sauerstoff ist. Ich versuche, so wenig Munition wie möglich zu verschießen. Ihr merkt das schon, also... Ich versuche zumindest zielgenau irgendwas hinzukriegen. So wie den da. Ist das ein Schalter? Das ist eine Fackel. Gibt's hier unten keinen Sauerstoff? Wieso bist du tot? Oh, ich war hier schon. Was? Ausfahrt? Was für ein Scheiß? Na gut, versorgen wir den ganzen Scheiß erstmal mit Strom, damit wir die Tür aufkriegen. Ich werde mich noch an die Ghule gewöhnen, keine Sorge. Also, früher oder später werden sie noch einfacher. Ist ja gut. Ich habe das Gefühl, dass damals die Filter ein bisschen größer waren. Hi. Tschüss. Muss Ladehemmungen vermeiden. Immer nachladen, wenn es geht. Okay, wo sind wir jetzt hier genau? Könnte hier rausspringen. Müssen wir aber nicht. Hier können wir die Tür öffnen. Die ist zwar verschlossen, aber ich denke, von der Seite müsste das eigentlich gehen, ne? Ja gut, dann halt nicht. Was war hier noch? Okay. Machen wir erstmal das hier auf. Okay. Sehr schön. Wieso ist jetzt die Tür offen? Gottverdammt! Gut, dass Artyom mich gefunden hat. Was machst du auch für Sachen? Was ist das hier? Siehst du die Fässer? Das sind unsichtliche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und diese Schalt könnte von den Einheimischen dort aufgehängt worden sein, um die Stelle zu markieren. Na, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Auf gar keinen Fall. Ich kann selbst gehen. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine geliebte Tochter verletzt ist oder so. Papa, ich bin's. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer. Es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Artyom und die Jungs sind hier. Anna, eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Hausarrest, junge Dame. Sam, bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Hilf jetzt, sie gnadenlos nach Hause. Es wird Zeit, dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Stepan!
seinen Anpfiff verdient. Er versucht, Zivilisten an Bord zu holen. Wir sind alle durchgedreht. Geh zurück und hilf Stepan, meinen Vater zu überzeugen. Wegen Katja und Nastja, ob sie mit uns reisen dürfen. Okay, ihr kommt klar, ja? Ja, ist ja gut. Ey, ich bin doch schon weg. Dreh mal nicht durch und diese roten Streifen gehen mir auf den Nerven. So, wo genau bin ich? Ich muss jetzt erstmal Orientierung fassen. Natürlich bist du auf dem Weg. Ja. Das gibt's doch nicht, ey. Wie war das? X drücken, ja genau. Ich hoffe, du warst alleine. Nein, ich sehe den anderen Kollegen. Entsaft, was? Ach Gott. Was sollte die Scheiße denn? Jungs! 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 Ich habe hier dezente Probleme. Würdet ihr mir helfen? Sag mal hallo, sofern ich mein Englisch nicht verlernt habe. Leute? Das ist schon gut. Sei doch nicht gleich sauer. Glaubt ihr wirklich daran, dass wir hier auf Amerikaner treffen werden? Zuerst war ich mir unsicher. Aber jetzt glaube ich, dass ich der einzige Amerikaner bin, den es hier zu sehen gibt. Na, für mich ist das in Ordnung, denn mit dir können wir ja immer über alles reden, Sam. Danke für die Hilfe, Leute. Ihr wart wirklich sehr hilfreich. Kannst du mal sterben? Danke. Okay, rot bedeutet tot. Ihr seid nicht hilfreich. Ich habe ihn auf den Kopf geschossen, weißt du, er hätte umfallen sollen. Könnte versuchen bis zum Zug zu sprinten. Oh, es sind so viele. Ich muss die erstmal loswerden, bevor ich zum Zug komme. Ah, der hätte niemals Hilfe holen dürfen. Jungs, 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 schieß mal drauf. Bitte, Munition sparen. Das gibt's nicht, ey. Das war sein Kopf. Das war sein verdammter Kopf. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Habt ihr gerade gesehen, worauf ich geschossen habe? Genau auf seinen Kopf. Was habe ich getroffen? Nix. Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Und diese Leute, die mir offensichtlich helfen sollten, tun dies nicht. Ihr seid jetzt nicht hinter mir her, oder? Ich fass das. Was ist denn hier los? Sucht euch ein Zuhause. Paart euch, keine Ahnung, was ihr so macht. Aber lasst mich in Ruhe. Nein, ich hab den definitiv nicht getroffen. Nein, nein. Alter, treffe ich die überhaupt? Kann man die treffen? Ich bin so ein bisschen angepisst jetzt gerade. Verständlicherweise. Machen wir einen Bogen drum. Ihr könnt mich mal alle. Ganz ehrlich, ihr könnt mich mal. Jetzt kommt der. Jetzt kommt. Laufen die hier rum. Was ist das? Nix. Okay, nichts, was mir helfen würde, hier dran vorbeizukommen. Da ist der Zug. Da muss ich hinkommen.
Gibt's hier einen einfachen Weg? Ne, da ist überall Wasser. Ich muss hier entlang. Versuche mich anzuschleichen. Jetzt funktioniert das wieder. Warum macht ihr es mir so schwer, Leute? Es könnte so einfach sein. Ich hätte ihm einen Headshot verpassen können, der auf dem Auto steht, weißt du? Und dann wäre ich glücklich gewesen. Aber nein! Ich habe ihn natürlich nicht getroffen. Wir haben es alle gesehen. Wir haben nicht. Ich habe nicht seinen Kopf getroffen. Nee, nee. Dann hat er Sackhilfe geholt. So. Jetzt aber schnell. Okay, perfekt. Ah, geschafft. Ah, das hätte so einfach sein können, weißt du? So einfach. Nein. Was soll's. Nicht aufregen, Zero. Tief durchatmen. Alles wird gut. Alles wird gut. Artyom, hilf uns mal. Der Alte lässt Katja und Nastja nicht mitkommen. Obwohl Katja uns sogar gesagt hat, wo wir einen Passagierwaggon in gutem Zustand finden können. Wir müssen jetzt wohl zurück. Und wo wollt ihr hin? Diese Fanatiker würden euch fressen. Naja, vielleicht haben sie... Ich weiß nicht. Ich meine, klar, es geht nicht nur um den Platz. Wir müssen uns auch an der Brücke durchkämpfen. Und selbst danach wissen wir nicht, welche Gefahren noch vor uns liegen. Aber trotzdem... Und ich habe ihm gesagt, dass ich helfen kann. Ich bin Krankenschwester. Ich habe ihm auch von der Brücke erzählt und dass sie abgesenkt werden kann. Ja, ich habe ihm sogar von diesem Waggon im Zugdepot erzählt. Wir sind damit hierher gekommen. Er ist sehr gut und wir haben ihn für eine lange Fahrt ausgestattet. Onkel Artyom, bitte lass uns mitkommen. Ich bin auch ganz lieb. Ich helfe, wo ich kann. Oh ja. Ach, Nastja, hör auf, Onkel Artyom zu nerven. Oh, keine Sorge, Nastja. Onkel Artyom wird mit unserem Kommandanten reden und alles klären. Wow, Onkel Artyom ist wichtiger als dieser unheimliche Kommandant mit den Metallbeinen. Ach, Süße, das kannst du nicht sagen. Tja, Onkel Miller ist hier zwar der Boss, aber er hört auf das, was Artyom sagt. Ist doch so, oder Artyom? Ja, ich weiß ja nicht. Ich würde den Waggon selbst holen, aber keine Chance. Posten verlassen, Feind, Kriegsgericht. Du kennst das Spielchen. Also liegt es jetzt an dir und Anna, ihn zu überzeugen. Bringt ihr uns von hier weg? Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Ja, gerade du kannst es versprechen, indem du mich vorschickst. Ich bin froh, dass wir erstmal den Bereich da hinten jetzt geklärt haben. Schön, dich gesund und munter zu sehen, Artyom. Ja, Joscha. Ich auch. Wo ist denn der Typ? Ja, hi, Artyom. Also gut, willkommen im Team. Danke, ich werde dich nicht enttäuschen. Hey! Hey, Artyom! Siehst du, wie alles läuft? Komm her, Artyom! Nimm Platz! Hör mal, wir haben eine Gelegenheit, die Brücke ohne Angriff zu überqueren. Es kommt ein Händlerkonvoi den Fluss hoch und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäfte. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht aufhalten. Sollten sie es versuchen, werden wir die Brücke trotzdem überqueren. Egal, was diese Fanatiker denken. Sie wollen Blut? Können sie haben. Also müssen wir jetzt nur noch auf das Händlerboot warten. Herr Oberst, wir können sie hier nicht zurücklassen. Sie werden lebendig aufgefressen. Stefan, hast du jemals deinen Kopf benutzt? Weißt du, wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo, bitteschön, sollen sie in der Aurora schlafen? Auf den Kohlekisten?
Wir Spartaner kommen damit klar. Aber für eine Frau mit einer 6-jährigen Tochter ist das inakzeptabel. Ich gebe Ihnen meine Matratze und ziehe in den Heizraum. Dann schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschlitzt, weil du unausgeschlafen bist. Trotzdem weiß ich, dass wir sie nicht zurücklassen können. Während wir warten, können wir doch einfach diesen Waggon holen, von dem Katja uns erzählt hat, oder? Wir können das Kind nicht hier lassen. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du auch nicht. Ich habe im Terminal eine Motordraisine versteckt. Die kann ein Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können sie holen und damit den Waggon hierher bringen. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Morgen abschließen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Okay, okay, dann macht es so. Ich will ja kein Unmensch sein. Wir holen diesen Waggon und wir nehmen die Zivilisten mit. Artyom, kümmerst du dich darum? Hör zu, Artyom. Wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen und eilst zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Brücke zu überqueren. Danke, Papa. Katja und Nastja werden so dankbar sein. Hier, Artyom, das ist ein Trennschalter für die Motordreisine. Ohne den fährt sie nicht. Sie ist ein echtes Schätzchen. Das steht fest wie das Amen in der Kirche. Sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Da du zum Terminal gehen wirst, hör mir gut zu, Artyom. Es ist ganz schön weit bis dorthin. Aber wenn du nachts gehst, ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihren Lagern. Aber es wird trotzdem nicht leicht, da dann mehr Tiere unterwegs sind. Und außerdem gibt es Elektroanomalien. Die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität. Also solltest du deine Möglichkeiten abwägen, bevor du aufbrichst. Archon, Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er behält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Wir kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, dann berichte ihm von der aktuellen Situation am Terminal. Ich wette, du hast dich mit Anna und Stepan verschworen. Hey, die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir, aber wir wissen nicht, ob das, was vor uns liegt, besser ist als die Fanatiker. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Na gut, ich gebe mein Bestes. Ihr bleibt am Ball. Gut, wie du den Alten überzeugt hast. Sieh mal, was ich hier aufgebaut habe, Artyom. Endlich habe ich alles so, wie ich es wollte. Eine ordentliche Werkbank mit Stauraum für all meine Werkzeuge und mehr. Hier kannst du deine Waffen reinigen und Munition für sie herstellen. Genau wie an jeder anderen Werkbank, die du findest. Mein Waffenregal ist jedoch nur hier auf der Aurora verfügbar. Von allen Waffen, die du findest, bewahre ich Musterexemplare auf. Du kannst sie jederzeit auswechseln. Immer im Bestzustand. Geölt und glänzend wie neu. Dann musst du allerdings wieder alle Ergänzungen anbauen. Über kurz oder lang mache ich aus euch alle noch kompetente Waffenschmiede. Hör zu, Ort. Ich habe etwas für dein Tier. Du kannst es an der Werkbank montieren. Tja, ich möchte dich nicht länger aufhalten. Zylinderformiges Magazin, das bis zu 18 Stahlkugeln oder 6 Hülsen aufnehmen kann. Ich denke, wir kommen mit dem zurecht, was wir haben. Was ist das? Eine primitive Druckluftwaffe, die überraschend leise und genau ist. Ja? Warum ist da so ein Ausrufezeichen? Hä? Verstehe ich nicht. Na gut. Ach, das sind die Waffen, die wir sonst noch haben. Ah, okay. Hier können wir wechseln. Ich denke, ich werde auf den Revolver gehen mit dem Schaden. Hallo? Ersetzen. Ich drücke A! Achso, das war schon der Revolver. Na gut. So, ein bisschen Stabilität. Schalldämpfer dran. Leichtes Visier. Und Rotpunkt.
Ja, das passt schon. Na gut. Wir haben die andere Waffe noch gar nicht angeguckt, ne? Gucken wir uns die andere Waffe nochmal an. So. Dann haben wir noch diese Waffe hier. Was haben wir denn sonst noch so zur Verfügung? Arschot, diese Pistole wird in der Metro massenproduziert und obwohl sie recht primitiv ist, stellt sie eine starke und zuverlässige Waffe dar, die im Nahkampf glänzt. Aber im Nahkampf, wie sieht sie denn aus? Ach, das ist die. Oh, Bastard. Macht aber absolut gar keinen Schaden. Das Problem ist bei Waffen, die zwar wenig Schaden machen, dafür aber ziemlich schnell schießen können und alles, ist, dass man die Munition einfach verbraucht. Sehr schnell. Deswegen... Ich hab doch schon den Revolver. Nehmen wir die Kalaschnikow. Und dann passt das schon. Nö. Na gut. Anna, danke, dass du und Artyom uns helft. Ich weiß gar nicht, was ohne euch aus uns geworden wäre. Dieser Ort ist verflucht und Silanchos auch. Danke uns nicht, bevor nicht alles geregelt ist. Es hängt jetzt alles von Artyom ab, also wünsche ihm Glück. Natürlich. Gott segne dich, Artyom. Und dich, Stepan. Danke. Ah, nicht der Rede wert. Onkel Artyom, Onkel Artyom, hast du einen Einsatz? Jo. Ich wollte noch fragen, da wo die großen Tanks sind, wenn du meinen Teddybären dort findest, nur für den Fall, könntest du ihn mir mitbringen? Ein Dämon hat ihn mir weggenommen. Der konnte fliegen, war ganz unheimlich. Die leben da. Er hat Teddy zu seinen Kindern gebracht. Teddy fehlt mir so sehr. Ich wollte ihn besuchen gehen. Aber Mama ließ mich nicht, weil es da nämlich auch elektrische Dämonen gibt. Das ist wahr. Die kommen nachts raus und dann leuchten sie so schön. Und unheimlich. Ein bisschen. Und Schmerzen. Sie tun weh. Sehr doll. Okay. Wo finde ich jetzt... Ich habe mich noch gar nicht... Weißt du, ich hatte nicht einmal Angst, als ich stürzte. Weil ich wusste, dass du sowieso kommen und mich retten würdest. Danke, mein Liebling. Jetzt geh. Komm bald wieder und halte dich von den Hotspots. Mach du keinen Scheiß mehr. Artyom, gehst du zum Terminal? Es könnte sein, dass du dort auf Duke triffst. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Bitte ihn um einen Lagebericht, bevor du reingehst. Eine Sache noch. Dieser Turm zur Rechten. Siehst du den? Da ist irgendwer. Ich denke, es sind die Banditen. Sie beobachten uns. Wir haben da jemanden Gitarre spielen hören. Aber das war eine Vollkatastrophe. Stepan wollte ihnen das Instrument schon wegnehmen. So sehr haben sie die Melodie verhackstückt. Wie wäre es, wenn du die Gitarre befreist? Mach einen alten Freund glücklich. Stepan ist ein Zauberer auf der Sechsseitigen. Er spielt total coole Rockmusik. Viel Glück, Artyom. Okay, wir haben die Gitarre, wir haben den Teddy. Okay. Das ist eine kleine Nebenmission, gefällt mir. Hat was, dann können wir wenigstens die Map ein bisschen erkunden. Vielleicht hätte ich mir dann doch vielleicht ein bisschen mehr Munition herstellen sollen. Okay, ich speichere schon hier, bitte. Anstatt diese Info da oben rechts einzublenden, könnte ich einfach häufiger speichern. Wäre das nicht, ich weiß nicht, besser? Ich glaube schon, aber Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann klappen wir uns an der Gitarre. Haut rein, euer Zero. Tschüss.